the NSA is spying and was spying. And we had Snowden, we have a lot of documents to look at. And there is some new research on how they used geolocation methods in mobile networks. It is done by the University of Hamburg. And we have here Eric, who will present this research to you. And he has done this for the German government, for the NSA Untersuchungsausschuss, which we call NSAUA, which means like NS, ouch, kind of. He is a PhD student and holds a master in physics. So give him a warm applause. And for those coming later, please go to your seats and try to be quiet. Yeah, thank you. Hello. I'm really happy to have you all here, and I welcome you to my talk about... Hallo, ich finde es gut, dass ihr alle hier seid. Willkommen zu meinem Talk. Ich bin Alex Sü, Eric Sü. Ich bin ein Student hier an der Universität von Hamburg. Am Anfang möchte ich kurz erklären, warum ich diesen Talk halte. Also der Bundestag hat den NSA-Untersuchungsausschuss, den NSAUA, aufgesetzt, um herauszufinden, wie sie involviert sind in den Drohnenkrieg. Die Regierung sagt, dass sie keine Ahnung hat oder gar nicht wüsste, wie man eine Telefonnummer benutzen könnte, um gezielt Drohnenangriffe zu machen. Das haben wir nicht wirklich geglaubt. Deswegen haben sie die Untersuchungsgruppe hier bei uns an der Universität gefragt. Und wir haben ihnen einen Report gemacht und haben den dem Deutschen Bundestag übergeben. Und kurz danach wurde er von Netzpolitik.org veröffentlicht. Vielen Dank dafür. And it contains, like, er enthält die technischen Methoden und schätzt ab, wie genau er ist. And it also points out, which technical identifiers are außerdem erklärt er, welche technischen Voraussetzungen man braucht, um sowas zu tun. Das ist alles, worüber ich reden möchte. Zuerst über den Grund, wieso man Geolocation Data braucht, dann verschiedene Möglichkeiten, wie man über Geolocations jemanden finden kann, dann speziell über die Methoden mit den Drohnen und dann werde ich darüber reden, welche technischen Identifizierungsmöglichkeiten wir für so mobile Netzwerke haben. Und dann mache ich noch eine Zusammenfassung. Es ist Geolocation Data ist eine Technologie, die wir benutzen können für alles Mögliche, um jemanden zum Beispiel, der sich im Wald verirrt hat, zu finden oder um zu navigieren. Wenn ihr schon mal Google Traffic benutzt habt, die benutzen das zum Beispiel, um die Verkehrslage zu überwachen. Wir können aber auch die Privatsphäre einer Person, die es benutzt, damit aushören. Wenn wir zum Beispiel ein Individuum über eine längere Zeit beobachten. Und natürlich auch, um gezielte Drohnenangriffe auszuführen. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass diese Daten nicht geeignet sind, um eine Person einzigartig zu bestimmen. Wenn man also einen Drohnenschlag auf Grundlage dieser Daten macht, ist man sich nicht sicher, wen man eigentlich gerade umbringt. Auf der rechten Seite seht ihr ein Bild von so einem Krater, den eine Hellfire-Rakete verursacht hat. Ihr könnt abschätzen, dass der Explosionsradius ungefähr 20 Meter sind.
Einen gezielten Drohnenangriff würden wir also etwas präziser als 20 Meter abschätzen. So, also der erste, die erste Vorgehensweise, die ich zeigen möchte, sind Zeitmessungen. Das, was ihr hier seht, ist eine Base Station. Die werden benutzt, um Handys mit dem Netzwerk zu verbinden. Also dort passiert das. Man kann die mit einem MC-Catcher... also ihr kennt das vielleicht von einem IMSI-Catcher, um sozusagen eine Fake-Station aufzusetzen, um Handys zu loggen. Die Methode, die benutzt wird, um ein Handy rauszufinden, ist die Triangulierung von verschiedenen Masten aus. Ein Signal fließt also bewegt sich meistens mit der Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit. Wenn ihr also die Differenz der verschiedenen Signale hat, die kommen, könnt ihr abschätzen, wo sich das Handy befindet. Die Genauigkeit für so eine Messung ist zwischen 50 und 200 Metern. Es hängt von der Größe der Zelle ab. Dann haben wir noch die Differenz der Zeit zur Ankunft. Und wir haben noch die verbesserte, observierte, beobachtete Zeitdifferenz. Die Genauigkeit dafür ist zwischen 50 und 125 Metern. Die nächste Methode, die ich zeigen möchte, sind Angular Measurements. Wenn ihr Angular Measurements durchführen wollt, dann sucht ihr euch sozusagen ihr macht eine Berechnung, also eine Triangulation der Position der beiden Base Stations und also die Ausrichtung der Antenne. Es langen zwei dieser Stations aus, um die Position eines Handys festzustellen. Die Genauigkeit ist durchschnittlich 100 bis 200 Metern aus Experimenten. Und die Schwierigkeit dieser Methode und die der letzten Folie ist, ist, dass man nicht immer von dem Mobiltelefon aus immer einen Sichtkontakt hat zur Basisstation. Deswegen wird das Signal gestreut und zerstört durch Gebäude dazwischen und die Genauigkeit leidet darunter. Die nächste Methode, die ich vorstelle, die die meisten von euch schon kennen, die meisten von euch kennen ja GPS, funktioniert so. GPS-Satelliten broadcasten ihre Position und die aktuelle Zeit und das Handy trianguliert diese Daten, um die eigene Position zu bestimmen. Die Genauigkeit variiert, aber das hängt ab vom Chipset des Mobiltelefons. Die Basisstation kann die Position des Handys dann abfragen über das Radio Resource Location Service Protocol. Eine weitere Methode zum Übernehmen sind zum Beispiel die Mobilfunknetzwerke, die SSID-Daten, die man Handy hat. Diese erlauben die Genauigkeit der Position von weniger als 10 Metern. Es ist auf jeden Fall möglich, diese Kommunikation mitzuschneiden, um die Position einer Person zu erfassen. Hier in dem ersten Beispiel betrifft es jeden, der Google Maps auf einem Handy benutzt. Und das ist von 2008 aus den Snowden-Archiven. Also da sehen wir zumindest, dass es damals möglich war, da haben wir Beweise dafür.
Da sieht man, dass Leute das benutzt haben, um die Position von Leuten zu erkennen. Und wenn ihr die Position mit der SSID herausfinden möchtet, ist es zwingend notwendig, dass ihr eine Karte habt, auf der gezeigt wird, wo verschiedene Wi-Fi Access Points zum Beispiel positioniert sind. Und dafür haben wir auch einen Beweis, dass es getan wurde von der NSA. Das war die Mission Victory Dance, wo sie den Wi-Fi Fingerprint benutzt haben. Das war in Jemen, wo sie relativ viele Drohnenabschläge machen. Zur nächsten Methode. Signal System Nummer 7 ist ein Protokoll, das benutzt wird, um zwischen Netzwerkprovidern zu kommunizieren. Netzwerkprovider müssen wissen, in welcher Zelle ein Mobiltelefon ist, damit sie mit dem Handy kommunizieren können. Die Position des Telefons ist in einem Ortsregister gespeichert und Drittparteien, weitere Leute können diese Position abfragen. Hierzu verweise ich auf einen Vortrag von Tobias Engel, den er vor 2 Jahren gehalten hat, der im Detail auf diese Methode eingeht. Und wenn du willst, kann man auch kommerzielle Anbieter abfragen, um diese Daten abzufragen. Nun lasst uns über Drohnen reden. Wir haben sehr gute Beweise dafür, dass die Geolocation-Positionserkennung von Drohnen gemacht wird. Ein Hinweis dafür ist das Gilgamesh-System. Das ist auf den Predator-Drohnen. Das ist eine Methode zur aktiven Geopositionserkennung, was ein MZ-Catcher beschreibt. Wenn einer von euch mehr Dokumentenzugriff hat für sowas, es wäre sehr cool, etwas darüber sehen zu können. Es war ein Aufruf, wenn ihr Dokumente habt, gebt sie weiter. Die einfachste Methode wäre, die GPS-Koordinaten zu erfragen. Da muss man einfach nur die Basisstation mit der Drohne austauschen. Die Methode, die besser ist, oder wo ich glaube, dass sie bevorzugt ist, ist das Angular Measurement. Wenn ihr in unseren Report schaut, könnt ihr sehen, dass wir die Genauigkeit dieser Methoden herausfinden. Und das liegt zwischen 5 und 35 Metern aus einer Höhe von 2 Kilometern Entfernung. Und wenn man näher an das Handy rankommt, dann wird es noch akkurater. Es wäre zu einem gewissen Grad also ausreichend, um gezielte Drohnenangriffe damit zu machen. In der Zwischenzeit, also während dieser Report dem Bundestag übergeben wurde, habe ich noch andere Arbeiten gefunden, die mit einer Genauigkeit von 1 Meter auf 3 Kilometer Höhe sprechen. Man muss wissen, dass diese Sensoren, um den Winkel zu erkennen, bei einem größeren Flugzeug leichter wird, um die Position zu erkennen. Außerdem möchte ich aufzeigen, dass eine einzige Messung ausreichen kann, um die Position des Handys zu bestimmen, wenn wir davon ausgehen können, dass das Handy sich auf dem Boden befindet. Zum Beispiel, wenn sich das Handy in einem Gebäude im Jemen befindet, würde eine Messung ausreichen. Also einem niedrigen Gebäude. In einem Hochhaus wäre das nicht so gut. Der große Vorteil dieser Methoden ist, dass die Natur wenig Einfluss hat. Zum Beispiel, wenn man Sachen nicht sieht. So, jetzt will ich über die Identifizierung reden und wie die Identifikatoren benutzt werden können, um die Position zu erkennen.
Jede Basisstation oder MC Locator kann eine Anfrage zur Positionsbestimmung an das Handy senden und dann eine IMSI oder E-Mail zurückbekommen. Eine IMSI ist sowas wie eine einzigartige Beschreibung für einen Kunden in einem Mobiltelefonnetzwerk. Und die E-Mail ist eine eindeutige serielle Nummer für ein Gerät. Also wenn wir diese Methoden des Internet Traffic Mines mit einbeziehen, können wir eine Menge mehr Identifizierer hinzufügen. Also zum Beispiel eine Apple-ID oder eine Google-ID, eine MAC-Adresse, Cookies oder Benutzernamen. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal diesem Link da folgen auf der Folie. Da ist eine Menge Interessantes darüber. Ich komme zu meiner letzten Folie, zu meiner Zusammenfassung. Es gibt viele verschiedene Methoden, um ein Handy zu bestimmen, die Position davon. Und ich habe auch gezeigt, dass eine einzelne Drohne ein Handy orten kann mit einer Genauigkeit, die genug ist, um einen getargeteten Drohnenangriff auszuführen. Sie haben gesagt, aber dass die Genauigkeit von diesen Methoden nicht genau genug ist. Dann habe ich weiter ausgeführt, dass der Identifizierer von so einem Mobiltelefon, also die IMSI oder E-Mail, benutzt werden kann, um die Geoposition eines Mobiltelefons zu bestimmen. Und die letzte Information, die ich euch geben möchte, ist, dass Erkennungsmethoden nicht benutzt werden können, um zu bestimmen, welche Person das Gerät eigentlich gerade besitzt. Das heißt, die sind sich eigentlich gar nicht sicher, wer das Handy benutzt. Sie achten nur auf das Signal, das das Handy sendet, und dann können sie auch die falsche Person umbringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich danke meinen Kollegen und meiner Familie und allen. Das war sehr schön. Danke dir. Das war der erste Vortrag heute, wo wir viele, viele Fragen annehmen können. Kommt vor an die Mikrofone, Nummer 1, Nummer 2, 3, 4. Und fragt eure Fragen. Es ist eure einzige Chance, von diesem Mann eine Antwort zu bekommen. No questions. There's someone. No. Yeah. Sorry. No problem. Number 4. Okay, die erste Frage von Nummer 4. Hallo, weißt du, wieso wir uns gerade in London befinden, wenn wir hier Google Maps benutzen? Do you know, can you ask again? Do you know why we are located in London? Yes, here? When we use Google Maps, we are. Also die Frage nochmal wiederholt, wieso wir uns aktuell in London befinden, wenn man Google Maps fragt, wo wir sind. Do you know that? The Congress is located in London. Do you know why? I'm not aware. Okay. Der Befragte ist sich auch nicht sicher, warum das so ist. Ich kann es kurz erklären. Das liegt daran, dass wir im Internet woanders rauskommen, weil wir Glasfaser verlegen, weil wir viel Bandbreite haben. Can you please be quiet? We can't understand the questions unless you are quiet. Sorry. Okay. Auf Folie 12 hast du eine Methode gezeigt. Ist die Methode passiv oder braucht die eine aktive Mithilfe von dem Mobiltelefon oder von einer Firma? Das kann passiv ausgeführt werden. Es langt, wenn du das Telefon einfach nur anpingst. Also es muss aktiv sein im Sinne von, dass es verbunden ist im Netz. Aber du brauchst keinen IMSI-Catcher dafür oder so. Du rufst es einfach nur an und guckst, was passiert. Du guckst dann, welches Telefon zurückmeldet, und dann weißt du, welches Telefon es ist. Und dann weißt du, wo das Handy sich befindet. I see that we have a question over there. So can you just ask your question, please? Here? Yes, number 8, please. Thank you for your talk. Danke für den Vortrag. Ich möchte eine Frage stellen über
die Ortung von Mobiltelefonen, die ohne Strom betrieben werden. Von Handys, die ausgeschaltet sind. Kannst du verschiedene solcher Methoden kurz elaborieren? Also aus der Benutzerperspektive. Und was ist mit welchen, die ihre Batterien rausgenommen bekommen haben? Die Antwort, also um ehrlich zu sein, wenn du dein Handy mehrere Monate lang ausschaltest, dann bist du sicher. Aber wenn du eine Basisstation hast und jemand schaltet sein Handy aus, weil er gerade jetzt mit jemandem irgendwie privat reden will, aber wenn jemand anderes, wenn du dann dich mit jemandem triffst und der schaltet sein Handy auch aus, kann dann verdächtig sein. Aber es kommt dann wirklich darauf an, ob sich jemand diese Daten genau anschaut oder nicht. Eine Frage von Mikrofon Nummer 8. Ich habe eine kurze Frage. Du hast beschrieben, wir sind in einer gewissen Weise abhängig von dem guten Willen von zum Beispiel der NSA. Und ich möchte gerne wissen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, zu verhindern, dass man diese Informationen sendet, wenn man zum Beispiel Google Maps benutzt. Das ist, also jetzt die Antwort, das ist sehr schwer. Ich würde abschätzen, dass GPS-Phones ein bisschen besser sind, um sowas zu verhindern. Ja, wenn man noch zum Beispiel GPS-Spoofing einbaut, denn die Netzwerkzellen sind sehr groß und deswegen ist es schwerer, dich genau in der Zelle zu positionieren. Aber die Drohne wird immer in der Lage sein, herauszufinden, wo das Signal herkommt, wenn du es sendest. Das ist halt einfach physikalisch schwer möglich. Nummer eins. Ich habe eine Frage über die Physikalität vom Empfangen oder vom Positionieren von Positionen in einer zum Beispiel wirklich dicht bevölkerten Region, wenn das dann von einer 3 Kilometer weit entfernten Drohne gemacht wird. Das würde natürlich dann voraussetzen, dass du sensitiver sein musst, was deine Auswertung angeht. Und dann musst du ja noch in derselben Zeit besser aussortieren können mit den ganzen Interferenzen und so weiter. Die Antwort. Normalerweise ist so eine Zelle zwischen 200 und 3 Kilometern groß. Deswegen sind 3 Kilometer in der Höhe nicht wirklich hoch. Also gehst du davon aus, dass eine Drohne eine Vorherauswahl trifft und nur an eine Subfrequenz schaut, weil sie zum Beispiel weiß, von welchem Netzwerk du kommst und in welcher Zelle du bist. Ja, es hängt von der Region ab. In der urbanen Umgebung musst du die Größe einer Zelle verringern, weil du sonst zu viele Informationen gesendet bekommst. Aber man kann auch größere Zellen haben in abgelegeneren Gebieten. Wegen den abgelegenen Gebieten sind die Drohnen so Quadcopter-Größe oder so Flugzeuggröße? Hast du die klassischen Methoden, um etwas über langere Zeit zu beobachten, während man drüber flieht, um es dann sozusagen zu integrieren in die Berechnung? Das sind ja die Methoden, mit denen wir unsere hochauflösenden Radarbilder bekommen. Ja, man kann verschiedene Messungen benutzen, aber man kann auch nur eine benutzen, wenn man schon weiß, wo das Ziel ungefähr ist. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Vielen Dank. Eine Frage aus dem Internet. Ja, das Internet möchte wissen, ob es Attribute gibt, die man vom Handy ändern kann, um die Überwachung zu stoppen, zum Beispiel die E-Mail-Adresse. Die E-Mail, nicht die E-Mail. Ja, natürlich, man kann die E-Mail faken oder die IMSI. Das ist eine weitere Begründung, warum es das Handy allein nicht genug ist, um zu beweisen,
wer die Person ist. Eine weitere Frage aus dem Internet ist, hat das GSM-Netzwerk ein Feature, das es jedem erlaubt, die GPS-Daten von einem Handy abzufragen? Antwort: Das Radio Resource Location Service Protocol ist die Antwort. Okay, Nummer 5. Hello. Frage. Hallo. Sie haben Ihre Arbeiten an den NSA-Untersuchungsausschuss eingereicht und der Bundestag hat nichts darüber gesagt. Gibt es ein Statement vom NSA-Untersuchungsausschuss? Antwort. Ja, die Regierung hat etwas dazu gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie Ihre Hände reingewaschen haben. Wir haben alles schön und nett gemacht, weil wir nämlich ein Disclaimer zu den Daten hinzugefügt haben. Und in dem Disclaimer steht, dass der NSA dazu bestimmt wird, dass sie sich an das deutsche Recht halten und somit können die Daten gar nicht falsch benutzt werden. Eine Frage von Mikrofon 6. Hallo, auf Folie 12 hast du spezifiziert, dass die Genauigkeit ungefähr 5 Meter ist bei 2 Drohnen. Wie würde sich das denn, wenn du mehrere Drohnen benutzt, verändern? Also wenn du zum Beispiel 10 Drohnen nimmst oder so. Ich glaube, da ist ein kleines Missverständnis. Eine Drohne langt schon aus. Okay, dann könntest du mehr als eine Drohne benutzen? Ja, du kannst viele benutzen, wie du willst. Ja, natürlich, aber verbessert das die Genauigkeit? Ja, wenn du näher rangehst, dann schon. Aber mit derselben Entfernung, aber mit mehr Drohnen? Nee, eigentlich nicht. Frage. Ich beziehe mich nochmal auf die Genauigkeit. Du hast auf Experimente hingewiesen. Hast du diese Experimente selber durchgeführt? Antwort. Ja, hier ist noch in den Referenzen eine Liste von Werken, wo es drin steht. Frage. Meine Frage bezieht sich auf die Fingerabdrücke von dem Handy. Gibt es die Möglichkeit, dass eine App zum Beispiel die Fingerabdruck abfragt? Ist dies, um die Person zu identifizieren, ob man das verbinden könnte? Ja, aber ich glaube, das hängt da vom GSM-Netzwerk ab und das andere ist ja vom Betriebssystem abhängig. Okay, also mit der aktuellen Technologie ist es nicht möglich, das zu verbinden. Nein. Also meine Frage ist über die zivile Nutzung von solchen Daten. Du sagst ja immer Geodaten. Die sind von Wi-Fi-Netzwerks und so weiter. Du sagst ja, dass man zum Beispiel die Datenbank von Google benutzt oder so. Es gab da einen Vortrag hier in 2009. Damals wurde es noch Skyhook genannt und der Sprecher hatte diese provokante Frage, sollte diese Wi-Fi-Map nicht Public Domain sein, also jedem zugänglich sein und nicht nur zu Apple oder Google gehören, also irgendeinem proprietären System. Also haben wir sozusagen diesen Kampf verloren. Also haben wir unsere SSIDs sozusagen an die abgegeben und sollten sie nicht deswegen Public Domain werden? Sollte man, um Menschen zum Beispiel in Notsituationen helfen zu können. Ich möchte Danke sagen für den Vortrag und den Leuten, die den Bericht verfasst haben. Es war sehr hilfreich für uns, da ich im Ausschuss bin und
die Leute von den Geheimdiensten uns halt einfach keine Informationen geben. Und wir brauchen das. Also für die Information für euch, das war gerade einer der dort ansässigen Untersuchungsausschussmitglieder. Okay, danke. Ja, der Talk ist beendet. Hier aus der Kabine verabschieden sich